Okay, wo muss man runterspringen, wenn man cool sein will? Yeah. Buddy! Bist du gerade aus dem Copternest gesprungen? Gott verflucht, machst du mich stolz! Ey, du siehst hier nur noch, wie alles grün ist. Ja, weil er kotzt. Das war jetzt mein höchster Damage, den ich je gemacht habe. 12.700. Was? Gekrittet, oder was? Ja. Ja, ich mag es einfach ein bisschen mehr auszuhalten. Boah, wo rennst du schon wieder hin? Der Tank muss ja jetzt hier nicht den ganzen Schaden machen. Hilfe! Da oben sind Geschütze ganz fies. Ja, ich weiß. Ich sitze hier auf irgendeiner Kiste. Eine Geschütz ausgeschaltet. Oh, ich habe gerade nichts mehr, was Korrosion macht. Sind schon weg, die Geschütze. Ja. Hab Medikit gefunden. Hab Medikit gefunden. Medikit. Schnierte. Oh. Heiß. Es gibt nichts, was Mortar mehr liebt als seinen Copter-Boomringer. Wenn du ihn zerstörst, wird er so angepisst sein, dass er den Aufzug nach unten nehmen wird, um sich an dir zu rächen. Elite Marauder. Hier, Wiederbelebung und so. Hier. Wäre ultra cool, danke. Ja, yippie, ja, yeah. Schweinebacke. Kleine Mischnierte. Oh, was liegt denn hier Schönes? Iridium. Ich wurde von irgendwas gesprengt. Oh, ich wurde auch gesnipert. Okay, sobald ich lebe, lebst du auch wieder. Weniger sterben, mehr schießen. Da ist ein Sniper irgendwo, aber ich kann dem roten Punkt nicht ganz folgen. Ach, da hinten. Da hinten ist ein rasender Goliath, aber ich weiß nicht, wo er hingesprungen ist. Und hinter uns sitzt noch ein Marodeur. Oh. Das sind die Konzentopter, die müsst ihr auf jeden Fall erledigen. Oh. Ich hätte ihn gerade so schön im Zielvisier. Hier geht's echt ab. Ja, mittlerweile ist es auch ein bisschen schwieriger, das Ganze. Ja, weil einfach ein Maximum Gegner einfach gespawnt wurde. Oh ja. Nein! Ach, danke. Ich kann meine Lebenspunkte gar nicht wirklich regenerieren. Nee. Kannst du auch auf den Kreis? Ich sitze in den Hangar. Oh, ja. Oh, der hat gesessen. Oh, schön. Oh. Ich hab mich schon gefreut. Soll ich mal zu euch kriechen hier? Boah, ich hab überhaupt keine Energie mehr gleich. Danke. Alter, ich muss mal eben irgendwie eine Säurewaffe ausrüsten. Müssen wir ein bisschen quickscopen hier. Diese scheiß Copter, die sind so dumm. Die blöde Sniper macht so viel Schaden und auch nicht. Danke. No problem. Oh, da hinten ist ein Badass Goliath. Ich finde gerade die Copter wesentlich nerviger. Na komm schon. Was sind so viele? Den einen habe ich gleich. Viele, so viele schon dunkel geworden. Ja. So ein bisschen wie der Kampf gegen diesen Bunker. Boah, ey, der hat auch dieses lange Tor. Boah, jetzt hier der Badass Copter. Ey, was soll denn? Das ist immer das Gleiche hier. So, komm her hier. Zack! Oh. Oh, ich bin gleich richtig tot. Ja, du bist irgendwie direkt gestorben oder so, ne? Nee, ich hab noch kurz die Leiste gehabt, aber war dann sofort tot. Ey, wenn das jetzt schon so ist, dass du so krass stirbst. 1000 Stücke. Mortar wird toben, wenn sein Copter in die Luft fliegt und wird mit dem Lift runterkommen, um zu kämpfen. Ja, Mortar. Und wenn du Boomringer sprengst, zieh nicht in die Explosion. Geh einfach. Oh, cool, Geister und Look at Explosion, wollte er sagen. Jetzt reicht's, Slap. Wie geil. Ich komm runter und zeig dir, wie es schmeckt, sein eigenes. Die Anspielung ist ja der Hammer. Klingt, als könntest du jetzt. Ich hab sie gar nicht mitbekommen. Du kannst Mortar. Er hat nur kurz angesagt. Ach ja, und wenn der Helikopter explodiert, guck nicht in die Explosion, geh einfach ganz cool. Das ist voll weg. Oh, mein Kopf ist.
Och, ey, dieses Arschloch-Ding. Wir müssen den Helikopter nicht töten, ne? Wir können auch gehen von hier. Wir haben Doombringer da gesprengt und jetzt müssen wir diesen Tower da erreichen, den großen. Ja, dann los. Aber der blöde Copter wird uns halt verfolgen, das ist das größte Problem. Hat er nicht gesagt, wenn wir den Copter kaputt machen, kommt der mit seinem Lift runter? Ja, aber der ist ja da hinten. Der Lift ist ja nicht an den Helikopter gewesen. Oh, der backt hier rum. Zack. Der ist da hinten auf diesem großen Turm. Da bin ich ja mal gespannt. Wie komme ich denn jetzt durch? Wo seid denn ihr? Ich glaube nicht, dass er in die Höhle... Oh, das ist ein Lieferband! Oh. Scheiße. Wir sind hier unten am... Jetzt bin ich in der Guano-Grotte. Ach, hier war ich auf der Fahrstuhl. War richtig. Ist das richtig? Bin gleich bei euch. Kommt in die Grotte. Bring noch ein bisschen was mit. Wir gehen in die Grotte, dann kommt der Heli nicht rein. Habt ihr Eintritt gezahlt? Nein. Da, Was machst du da hinten für eine Party? Da ist ein Mortar gekommen. Oh, der macht aber Schaden. Der wird gesnackt. Aber so langsam könnte ich auch mal echt neue Munition gebrauchen. So. Wo ist der Kreis? Da ist nur der Waffenautomat direkt. Direkt hinter seinem Hintern. Hinter meinem Hintern? Hinter seinem. In der Ecke ist er. Oh, ein kritischer Treffer. Oh, jetzt aber. Zack, komm und weg. Du bist wirklich der beste Slap aller Zeiten. Vielen Dank. Der beste Slap aller Zeiten. Don't slap me. Ach, da ist ein Automat. Sehr schön. Dann gehe ich da mal eben kurz einkaufen. Es ist ein guter Tag, voller Möglichkeiten. Ich glaube, das ist ja, mein vieles Geld belastet mich. So, was hast du hier? Granatenmods hier? Das auch will ich nicht. Das willst du alles nicht. Alles verticken. Sind gleich eh wieder 140 neue Waffen dabei, die alle super sind. Hohe Qualität, niedrige Preise. Vermutlich. Und ich stelle keine Fragen. Granatenmods verticken, Schild verticken. So. Herrlich, herrlich. So, jetzt fühle ich mich gleich viel besser. Bist du wieder frei? Drei Worte, mein Freund. Kein Geld zurück. Kein Geld zurück. Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. Was geht denn jetzt ab? Warum waren das auf einmal so? Ich habe nachgeladen und der schmeißt die Waffe mir voll ins Gesicht, ey. Überleg mal, was du tust. Ich habe doch nur nachgeladen. Ja. Ich heile euch. Aber mit der Shotty kann ich gut heilen, ey. Oh. Meine Jungs kommen und hören die Sprengsätze, aber dazu muss der Luftraum frei sein. Auch nicht schon wieder. Oh nein. Das will doch keiner. Aber hier sind nicht nur Helikopter. Der Sniper kümmert sich um die... Oh, bin gleich tot. Heil mich! Wo ist denn der Heiler? Wo seid ihr denn alle? Warte, ich nehme erstmal hier einen in die Blase, dann gibt's schon mal Heilung. Oh, der hat gesessen. Zack. Warum geben die Kerle nicht auf? Du hast doch schon ihren Boss umgelegt, Idioten. Da ist so ein Brenner. So ein Burning Psycho. Okay. Wo ist der nächste Helikopter? Da fliegt doch irgendwo einer. Ich höre ihn, aber man sieht ihn nicht. Ist er ausgeflogen? Ich habe eine bessere Position gesucht, um ihn zu finden. Achso. Jetzt sollten wir irgendwelche... Oh, da hinten ist er. Sollten wir irgendwelche Witze machen über Leute, die einen abfliegen lassen und so. Einen fliegen lassen. Genau. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Oh, der kommt genau hier raus, wo ich drauf stand. Wo ist er denn? Hallo! Wie viele sind hier, ey? Heli down! Down! Ich hab bei mir hier gerade 5 Helis. Sniper down! Komm mal runter da. Kommst du da runter? Back in town. Back in town. Wow. Mit was schießen die denn? Die schießen ja mit fiesen Granaten. Oh, dieses Geräusch von den Dingern, ne? Zack.
Das lupft ja voll raus. Geil, in den Tank geflogen ist. Cool. Markierst du die Kisten zur Abholung, dann werden meine Jungs sie holen kommen. Na dann los. Sie brauchen die Sprengladung, um den Weg zur Infostockade freizusprengen. Infostockade? Hier ist der erste. Oh, da nicht runterfallen. Wenn du hier zu aktiv rumspringst, kann es schon sein, dass du hier irgendwo runterspringst. Und das ist dann nicht ganz so gut. Ja, das ist mir damals bei dieser Wasserrettungsaktion passiert. Kopf weg! Slaps sind im Anflug! Kopf weg? Viele Slaps. Was will er nochmal mit den Dingern machen? Heiliger Skeknut, gut gemacht! Heiliger Skek! Du Ende des Turms runter, wenn du auf dem schnellsten und coolsten Weg wieder zu der Schnellreisestation bist. Wo ist der schnellste und coolste Weg? Hier ist noch eine Quest, warte mal, spring doch nicht runter. Direkt hier oben ist noch eine Quest. Aber wenn man hier runterspringt, ist man super cool. Weil schnell und cool. Beides. Ist ja okay. Ist eine hier. Oh, hi. Oh! Nicht jeder lebt gerne auf Pandora. Muss von diesem Planeten runter, brauche Versorgungstransmitter, eine Lunar-Versorgungstransmitter. Banditen haben einen gestohlen, sie nennt sich meine Freundin, sind sie nicht. Bitte hol ihn. Alles klar, würde ich sagen. Sie haben sich seine Freunde genannt, er sind sie nicht. Na, diese Schweine. Wir müssen auch vor allem diesem einen Roboter helfen, der so nackt ist, der gerne so ein Mensch sein möchte. Ach ja. Wo ist denn der Lunar-Transmitter oben irgendwo? Ne? Unten, der Fall zeigt nach unten. Ich spring erstmal vom Turm runter, weil ich cool sein will und weil da unten ja auch was ist. Okay, wo muss man runterspringen, wenn man cool sein will? Yeah! Buddy! Bist du gerade aus dem Kopternest gesprungen? Gott verflucht, machst du mich stolz! Oh, haben wir ihn stolz gemacht, ey, weil wir so cool gesprungen sind. Alter! Hier geht's ja ab, ey. Die ganze Stadt ist wieder gespawnt hier. Ja, super. Aber dafür waren wir super cool. Ja, ultra cool. Mega. Ich fühle mich auch total super gerade hier unten. Ja, wir haben ihn stolz gemacht mit unserem Move. Oh, jetzt. Oh. Wir sind echte Slaps. Aber weggeslappt hier. Nein. Boah. Haben wir es jetzt bald mal? Nein. Geht ja gerade erst richtig los hier, oder die Kopter sind wieder da? Ja, das Problem ist, wir müssen noch weiter runter in die richtige Stadt und da werden die auch nochmal respawnen. Dann müssen wir diese scheiß Höhle nochmal rein, wenn wir die Quest für den Trottel da oben machen wollen. Ja, dann wollen wir sie nicht machen. Dann wird er da oben für ewig. Bussardnest. Heißt, wir müssen wieder nach oben. Wieder nach oben? Nein. Ah, aber ich kann nicht gucken, wir werden weggeslappt. Skeck lecker, ey. Hier ist noch einer. Das Questmenü nicht öffnen, während ich halt bewusstlos bin. Rette mich. Das wird wieder. Genau, das wird wieder. Au. Schießt er voll auf mich. Das wird so verpasst. Da müssen wir lang. Ist auch hier fast wichtig. Lauf den Weg. 200 Lebenspunkte habe ich noch. Also da, wo wir hergekommen sind? Ja, wir sind doch fertig hier. Wenn wir dem jetzt nicht helfen wollen, dem feigen, falschen 50er. Dem falschen 50er, ja. Ich hoffe, ich überlebe das hier. Ich heile mich einfach. Zack, richtig gut hochgeheilt. Ja, wir umgehen ganz schön viele Quests im Moment. Wir umgehen die Side-Quests gerade. Ja. Aber das ist ja auch echt Wahnsinn. Gibt's ja auch 2 Millionen. Ja, also man kann hier schon ordentlich Zeit mit verbringen. Ein bisschen. Ja, wir haben ja jetzt schon über 80 Folgen. Knacken. Da oben irgendwo ist dieses Easter Egg, das was ich meine. Irgendwo auf dem Berg. Ja, geil. Lohnen würde es sich, aber ich werde es glaube ich nicht finden. Da musst du dich noch besser informieren, bevor wir das machen. Meins ist da. Deins ist da? Da laufen voll die Leute rum. Wenig ein Auto spawnen können. Wer hat die aggressiv gemacht? Ich das ein Auto spawnen. Ja, deswegen wollte ich die. Oh.
Die sind schnell, ganz schön aggressiv. Hier, komm, steigt ins Ultraviolet-Auto ein. Ich wurde geslaggt. Keine Slacks. Gerade so entkommen.